Man kann alle Filme uns angucken und es wird stereotypisch Menschen dargestellt. Diese Stereotypen entwickeln wir dann. Dann wir glauben daran und wir verhalten uns auch daran. Nur als kurzes Beispiel, Black Panther. Mhm. Wenn man nicht wachsam ist, dann als Schwarzer sagt man, wow, Black Panther, unsere Tradition ist cool, ist richtig genial. Wenn man sich aber richtig anguckt, eine ganz normale Held-Film, so wie Superman, dann man erwartet, dass dieser Held erstmal lügt nicht, der tut, was er macht und er ist machtvoll. Ja? Black Panther, erstmal, sein Vater ist ein Lügner. Das ist das Erste. Er tötet seinen Bruder. Black Panther kämpft dafür, dass seine quasi Bevölkerung oder die Menschen, die ihm ähnlich sind, dass er sie nicht unterstützt mit seiner Macht. Eine Macht, die er eigentlich gar nicht hat, weil die Technologie ist eigentlich die Macht. Und der schlägt ihn, wann immer sie möchte, also die Technologie. Und das hat er hat eigentlich keine Macht. Und er hat Macht eigentlich in seine Träume, das heißt, wenn er Drogen nimmt, er soll diese Substanzen nehmen und dann hat er eine angebliche Macht. Aber die Macht ist eigentlich in dem Film Technologie. Und am Ende, er kämpft gegen die Menschen oder gegen Black Panther, also gegen sich selber quasi, die gegen Statu quo ist und die Menschen unterstützen möchten, die in Not sind. Von eigener Bevölkerung sozusagen, so, die in Amerika sind. Also letztendlich ein Film, also mit dem Film, das ist typisch mit allen Filmen, die man guckt, der Farbige wird da dargestellt. Also du kannst deinen Bruder nicht vertrauen, weil er wird dich töten. Du kannst deinen Vater nicht vertrauen. Black Panther selbst hält nicht, was er sagt. Der hat keine Macht. Und er sollte das Statu quo, alles, was in seiner Macht ist, für den Statu quo halten. Was erzeugt das als Bild? Also was ist das für ein System, was es erzeugt, dass die Schwarzen sich untereinander nicht vertrauen sollten? Dass sie sich nicht verbinden sollten, sondern dass sie sich spalten sollten. Und das ist, wenn man von Rassenidentifikation spricht. Weil das, sage ich mal so, es gibt ein System aus meiner Wahrnehmung, sodass die Menschen sich mit bestimmten Rassen identifizieren. Sodass sie dann eher kontrollierbar sind, in Anführungsstrichen, wenn ich Marketing mache und ich möchte eine gewisse Zielgruppe nehmen, wenn ich weiß nicht, womit diese Person sich identifiziert, das ist sehr schwierig, diese zu bewegen, meine Produkte zu kaufen. Deshalb spreche ich von kontrollieren. Wenn ich aber schaffe, dass jemanden sich mit etwas identifiziert, zum Beispiel als schwarzer Michael Jordan, dann muss ich nur sagen, okay, Michael Jordan, kannst du eine Werbung für, keine Ahnung, Milch trinken machen? Dann alle Schwarzen trinken plötzlich Milch. Also, und so funktioniert das ganze System aus meiner Wahrnehmung. Mhm.